Welcome, welcome, meine Freunde. Zurück zu den Splash News. In meiner Instagram-Story gab es letztens einen Dreier von mir. Und da haben viele geschrieben, Broken Jumper. Was? Seit wann ist ein Jumper broken, wenn er green ist? Let's get it. Die Bundesliga ist back. Wie? Das ist ja mal wieder eine richtig spannende Bundesliga-Saison. Alle wollen wissen, wie es ist, eine Meisterschaft zu gewinnen. Aber Jamal will es am meisten. Man will das immer wieder gefühlen. Und man ist immer hungrig, dass man das wieder erlebt. Und jeder Moment ist so wie neu. Ach, Jamal, du bist noch jung. Aber man merkt, er ist nicht so einer, ne? Nicht so ein One-Night-Stand-Bre. Der hat nur Augen für eine, und zwar die Schale. Wahnsinn. Aber wie oft noch? Reicht ja nicht. Gerard Piqué hat's wieder in die News reingeschafft. Diesmal aber nicht fürs Rumgeheule mit den Refs oder irgendein anderer Scheiß. Ist also der Mann von Shakira? Sondern Ex-Frau Shakira kommt um die Ecke mit einem Diss-Track, als ob sie Echo Fresh 2004 bei die Abrechnung wäre. Und wir wissen alle, wie tragisch das geendet ist. Rest in Peace nochmal. Boah, das waren schon ein paar taffe Lines. Aber was hat Gerard gemacht? Der Bruder kauft sich wirklich einen Twingo. Ey, wer den Twingo disrespectet, ich greife euch an. Das war mein erstes Auto, 2002 Twingo, elektrisches Schiebedach. Platzwunder Inside. Du wunderst dich, dass du keinen Platz in einem Smart hast? Kauf den Twingo, Amnacol. Casio nos ha dado relojes. Y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Aber damn! Der trinkt sogar eine Casio-Uhr. Bruder, ich wusste nicht, dass du gecheckt bist, Piqué. Digga, was bitte geht in der Premier League ab? Woher kommen diese unrealistischen, riesigen Summen? Die Gruppe ist das Geilste! Ja, man versteht es einfach nicht. Damals hat Real diesen ersten 100-Mio-Transfer gemacht mit Gareth Bale. Da war man schon so, Digga, what? Aber die Premier League hat das gefühlt normal gemacht und in dem Land werden gefühlt nicht mal Champions Leagues gewonnen. Also, what is happening? Ein Morata zum Beispiel, für fast 200 Mio rumgereicht worden. Digga, wollt ihr mich verarschen? Wieso kriegen wir dann keine 20 Mio für Selke zurück? Mann! Einfach Geldwäsche auf allerhöchster Ebene ist das. Wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld nicht weiter überwiesen. Dreckschwein. Und jetzt wird ein Mudrik und kein Front an den Bre, der hat wirklich eine stabile Champions League bisher gespielt, plus auch eine gute Primera Liga in Ukraine, aber mindestens 70 Mio und maximal 100 Mio? Der, was ist das für eine Summe? Komplett unrealistisch. Dann kommt noch João Felix für 11 Millionen Leihgebühr zu Chelsea. Die kassieren immer noch komplett Karma für den Tuchel-Sack aus dem Nichts. Oder was? Respektlos, wenn man jemanden nicht in die Augen guckt. Hast du nicht gelernt, ha? Und jetzt ist der nach dem Debüt, wo er ein gutes Spiel gespielt hat, muss man sagen, einfach zu heiß gewesen. Rote Karte, direkt runter und nochmal 3 Spiele gesperrt. Er nimmt mindestens nochmal 2 Mio Minus für die und Champions League kann er auch nicht spielen. Digga. What is going on? Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Die NFL Playoffs sind offiziell gestartet und mein Schlafrhythmus ist offiziell gerippt. Oh. Eine ganz wilde Stat vom Cowboys Game. Kicker Maher hat wirklich 1 von 5 PATs getroffen. Sprich, er ist ein riesen Brady-Fan und trotzdem hat Tom Brady es nicht geschafft zu delivern. Man sieht jetzt schon förmlich den Blick von Giselle, wenn Tom nächste Woche die Kids abholen geht. Da wird ein kleiner Smirk sein. Braucht er sich nicht zu wundern, wenn Dak Prescott auf einmal da wohnt. Stellt sich natürlich relativ schnell wieder die Frage, war das jetzt das letzte Playoff-Game oder gar Football-Game, was wir von Tom Brady gesehen haben? Keine Sorge, dieser Bre wird weiter Football spielen, bis er nicht mehr laufen kann. Ich bete schon seit 10 Jahren, mach Voodoo-Puppen, alles drum und dran, damit dieser Peach aufhört. Aber nein, wahrscheinlich kommt Rob Gronkowski noch nächstes Jahr wieder zurück. Trevor Lawrence und die Jacksonville Jaguars schaffen den drittgrößten NFL-Comeback in Playoff-History. Ihr wisst, diese NFL-Stats gehen immer crazy. Aber man dachte kurz, dass in der ersten Halbzeit das Trevor-Double gespielt hat. In der Kabine gab es dann wahrscheinlich nochmal ein paar Bomben von Doug Peterson und sieh einer an, aus der Kabine raus, Jacksonville zerstört Chargers in der zweiten Halbzeit, legt eine Einlage hin wie Pakistani Slice himself. Slaps und Slaps und Slaps! Das war's von mir. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns wieder nächste Woche, denn irgendeine Scheiße passiert immer auf der Street.